Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Announcement-Video, was ich jetzt aus gegebenem Anlass aufnehme. Es ist nämlich etwas passiert und zwar davon werde ich euch mal ganz kurz berichten. Vielleicht habt ihr es schon gemerkt, ich habe die letzten oder die, also Folge 30 und Folge 28 vom OMSI Bus Simulator löschen müssen, beziehungsweise in den Privatmodus changen oder umändern müssen. Das liegt daran, dass der gute Andi von CNB Projects mich darüber informiert hat, mir eine nette Mail geschrieben hat, dass ich leider nicht das Recht habe, diesen Bus zu zeigen, weil er eben im Moment auch nicht zum Download verfügbar ist. Und ja, genau, dadurch ist es eben kein freier Bus und deswegen habe ich auch nicht das Recht, diesen Bus zu zeigen. Und ihr habt wahrscheinlich auch gemerkt, dass der Bus eben nicht zum Download verfügbar ist. Da hatten mich einige gefragt und ich konnte leider keine Antwort liefern, weil ich eben selber dann nicht mehr so genau wusste, wo ich den überhaupt her hatte. Ja, die Frage ist, was machen wir jetzt? Also es sind jetzt quasi zwei Folgen gelöscht worden. Die Folgen noch sehen konnten, ja, da, die haben dann eben Glück gehabt. Die nicht mehr sehen konnten, ja, da werden wir dann mal sehen, was wir machen. Ich habe geantwortet dem Andi und habe gefragt, ob das denn okay ist, wenn ich die Videos in den Privatmodus umstelle, weil sie ja dann niemand mehr sehen kann quasi, außer ich. Und quasi dann die Möglichkeit habe, das Video später nochmal freizuschalten. Das heißt, sollte irgendwann der Bus wieder mal verfügbar werden, beziehungsweise sollte irgendwann das Recht, also sollte ich irgendwann das Recht bekommen, diesen Bus zu zeigen, dann werde ich diese Videos auch wieder freischalten. Und da habe ich eben gefragt, ob das okay ist, dass ich das Video nicht ganz lösche, sondern nur in Privat umstelle. Und da warte ich jetzt eben noch auf die Antwort und da werden wir mal schauen. Und sobald ich die Antwort habe, werde ich auf jeden Fall euch nochmal darüber informieren. Ja, nur damit ihr euch eben nicht wundert, warum da zwei Videos weg sind. Ja, das ist alles aus rechtlichen Gründen. Und ich bin auch nicht wütend drüber oder sauer, ich kann das wohl akzeptieren und das war auch nicht meine Absicht natürlich, da irgendwas hochzuladen, wovon ich nicht das Recht habe. Und ja, da war ich mir eben nicht bewusst, dass der Bus eben nicht mehr frei zum Download verfügbar war und dass das alleinige Recht eben das CNB Projects hat vom OMSI-Hof. Gut, das war es eigentlich auch schon von diesem kleinen Announcement und ja. Dann geht's ansonsten normal weiter, aber ich werde eben den Citaro Facelift Bus demnächst nicht mehr zeigen und mal schauen, ob wir dann die Folgen irgendwann wieder hochladen können oder ob das dann dann Geschichte bleiben wird. Mal schauen, beziehungsweise in der Mail vom Andi stand, vorerst ist eben der Bus nicht zum Download verfügbar. Das heißt, es kann gut sein, dass es dann bald wieder, dass ich dann bald wieder das Recht dazu habe. Also müssen wir uns überraschen lassen und ich hoffe einfach auf das Beste und wenn nicht, ist auch nicht schlimm natürlich. Wäre eben bloß schade, aber was soll's. Gut, dann ansonsten macht's gut. Danke fürs Zuhören in dem Fall, weil ihr nichts gesehen habt quasi. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.